Hallo zusammen, ich habe hier ein Wohnmobil, ein Fiat, und hier haben wir eine Untersitzbatterie verbaut. Original waren diese zwei Victron drin, also AMG 90AH. Und hier hat neben der Untersitzbatterie von Liontron noch ein 1500 Watt Wechselrichter Platz. Und der wird dann hier verdrahtet direkt auf die Batterie. Hier habe ich ein Kabel, was auf das Fahrzeug geht, also der Verteiler vom Fahrzeug. Und ein Kabel, das kommt vom Ladebooster. Der Ladebooster sitzt hier hinterm Sitz. Und dass man hier vernünftig arbeiten kann, muss der Sitz demontiert werden. Und alles andere ist an sich nicht so ideal. Hier kommt dann noch die Abdeckung drauf. Hier muss ein bisschen ausgefeilt werden, weil wir hier zwei Kabel haben. Ja, das ist es vom Einbau einer Untersitzbatterie. Hier sehen wir doch den Wechselrichter. Das ist ein Edecoa 1500 300 Watt Sinus. Und die Fernsteuerung wird dann, ich sag mal, hinterm Sitz da hinten in diesem Kasten verbaut. Also die Leitung 220 muss dann hinten auf den Verteiler. Aber zuerst muss der Sitz wieder aus dem Weg bzw. in die richtige Position. Ich wünsche euch einen schönen Tag.